herzlich willkommen zur Social Bar. Das war die 6. Social Bar, es war meine 1. Social Bar und ich kenne den Martin. Ja, hallo, ich bin der Martin Herrndorf, habe in Köln die Social Bar mitinitiiert. Es geht darum, Nachhaltigkeit und neue Medien, Online-Medien und allgemeiner das Thema Innovation zusammenzubringen. Wir in Köln haben jetzt die 6. Social Bar gemacht. Da ging es ums Thema Rebellion, Straßenkultur, urbane Kulturen, Guerilleros. Was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Wie passt das zusammen? Wir versuchen immer, unterschiedliche Menschen zusammenzubringen. Diesmal, wir hatten eine Agentur aus den Niederlanden, eher kommerziell orientiert. Wir hatten Graffiti-Sprayer aus Köln, eher rebellisch orientiert. Das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Besonders gut gefallen haben mir die vielen Filme, die sehr gut gemacht waren. Und besonders auch der letzte Film zu den Sprayern hat mir sehr gut gezeigt, wie man also Street Art nochmal besonders auch politische Inhalte rüberbringen kann. Aber ich habe interessante Leute kennengelernt. Die Sache mit den Schildchen ist sehr, sehr klug. Man hat sofort ein Anknüpfungsthema und es hat mir sehr gut gefallen. Ich werde wiederkommen. Ich bin überzeugt. Dani, sind meine Haare schön? Meine Haare sind immer so chaotisch.